Willkommen, meine lieben Freunde, zum Teambuilding-Video für den zweiten Tag Team League Spieltag gegen das Team Crit & Flinch, geleitet von Stratobasco, also von Stratocopter TV und vom lieben Tabasco TV. Heute bin ich ganz alleine, denn der liebe Penta ist ja im Urlaub. Leider wird er auch beim Kampf nicht dabei sein, also er wird den nächsten Kampf nicht mitkommentieren. Hoffentlich wird er den darauffolgenden Kampf mitkommentieren. Das Teambuilding werde ich aber wahrscheinlich auch wieder alleine aufnehmen, denn er hat zwar Datenvolumen, aber eben auch nicht so viel und kann jetzt nicht eben so viel mit mir aufnehmen. Deswegen hoffentlich kann er beim nächsten TTL-Spieltag dabei sein, aber morgen leider nicht. So viel aber erstmal dazu. Heute hier ganz alleine, der Penta hat mich allein gelassen, aber ich soll schöne Grüße ausrichten. Er hat euch alle lieb und ihr seid seine besten Freunde. Das war ungefähr ein Zitat von ihm. Ja, nee, auf jeden Fall würde ich sagen, schauen wir uns mal das Team von Crit & Flinch an. Und wir sehen da einige gefährliche Pokémon, denn wir sehen im S-Rang Marshadow, ein Victini, Mega Bisaflor, Rabigator, Mega Stolos, Meloetta, Mantax, Rotom, Frost, ein Calamanero und Togetic. Wir erwarten so ziemlich alles aus dem gegnerischen Team, bis auf Togetic und Rotom Frost, und ja, sonst könnte er vielleicht auch noch Calamanero mitnehmen, was Daumen auch nicht unbedingt, aber wir haben uns natürlich irgendwie auf alles vorbereitet, aber die größten Threats, die wir sehen, sind Marshadow, Victini, Mega Bisaflor, Rabigator und Mantax. Also Mantax nicht unbedingt ein Threat, aber darauf muss man sich mal vorbereiten, weil wenn man nichts gegen Mantax hat, dann kann das Ding einen ausstallen. Vor allem seit Generation 7, dadurch, dass es ja Ruhr dazu bekommen hat. Und das macht es ein bisschen nervig. Außerdem kann es sowas wie Rundumschutz haben. Das hatten sie ja letztes Mal dabei, wenn es mich nicht ganz täuscht. Deshalb müssen wir uns darauf natürlich auch ein wenig gefasst machen, wenn wir irgendwie Spread-Moves einsetzen, wie Erdbeben oder so, müssen wir natürlich auch das im Hinterkopf behalten. Das heißt, ja, so viel erstmal zu dem Team. Einige gefährliche Pokémon. Wir müssen definitiv gegen die defensiven Pokémon etwas dabei haben, aber auch gegen diese krasse Offensive mit Marshadow, Rabigator und Victini. Und deshalb gucken wir uns mal das Team von uns beiden an, was wir hier zusammengebaut haben. Also wir haben schon zusammengebaut, nur kann ich es leider, wie gesagt, nur alleine präsentieren. Jo, dann würde ich sagen, schauen wir uns endlich mal das Team an, was wir gebaut haben. Und zwar sehen wir hier die allerersten drei Pokémon. Das sind Pokémon, die in meinem Team sind. Und die letzten drei Pokémon sind in Pauls Team. Also wir haben das diesmal so hier aufgeteilt. Ist dann etwas übersichtlicher. Außerdem ist das erste Pokémon wahrscheinlich auch mit dem Pokémon hier gepartnert. Also Boreos. Kyurem White und Boreos werden wahrscheinlich ein Team bilden. Dann Mega Gardos und Nidoqueen und Huzassa sowie Skelabra. Wir haben es versucht, so ein wenig aufzuteilen, dass man eben bestimmte Pokémon hat, die mit anderen synergieren. Aber natürlich kann es auch sein, dass andere Pokémon am Ende in der Kombination auf dem Feld stehen werden. Kann natürlich alles passieren. Auf jeden Fall haben wir hier direkt als allererstes Kyurem White wieder, denn Kyurem White ist super gut gegen das gegnerische Team. Hilfe! Zu viele Gs. Und zwar wird Kyurem White einfach alles zerstören können, wenn es den richtigen Team-Support bekommt. Marshadow wird von einem mäßigen Leben-Orb-Eisstrahl One-Hit-KO'd, außer es trägt eine Offensivfeste oder hat extrem viel defensives Investment. Erdkräfte reicht gegen Victini aus, wenn es keine Schokobeere hat. Eisstrahl kann die Speckschicht, also die Fähigkeit von Mega Bisaflor, überbrücken. Also nicht Eisstrahl kann es überbrücken, sondern die Fähigkeit Turbo Blaze kann es überbrücken, weshalb wir dann mit Eisstrahl wahrscheinlich Mega Bisaflor aus dem Spiel nehmen, außer das Ding ist total speziell defensiv. Rabigator wird natürlich auch aus dem Spiel genommen mit einem Eisstrahl. Erdkräfte macht natürlich auch den vollen Schaden, weil Filter ignoriert wird durch die Fähigkeit Turbo Blaze, weil es ja eben, wie gesagt, wie Überbrückung funktioniert. Und dann Eisstrahl gegen Meloetta macht soliden Schaden, ist ja kein One-Hit-KO, aber macht sehr viel Schaden. Dann haben wir hier die Kraftreserve Elektro für dieses Mantax, denn Mantax ist nervig. Es kann speziell defensiv einiges tanken. Mit der Kraftreserve Elektro haben wir aber die Möglichkeit, ein Two-Hit-KO zu landen, wenn wir ein Leben-Orb tragen und ein mäßiges Wesen tragen, was wir hier auch tun, wie wir hier schon sehen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch noch Schutzschild im Set, um eben ein paar Moves zu blocken. Nebenbei Erdkräfte gegen Rotom ist auch ein safer Kill, weil, ja, die Fähigkeit wird, wie gesagt, überbrückt. Also Schwebe, dann Eisstrahl gegen Calamanero ist ein Two-Hit-KO, wenn es speziell defensiv ist. Und Togetic sollte auch zerstört werden. Aber es kann ein Hit tanken, wenn es total speziell defensiv ist. Aber vielleicht haben wir ja die Tarnschwein im Team, wer weiß das schon so genau. Mal gucken. Aber dafür muss ich auch erstmal Togetic mitnehmen. Und ja, Togetic ist jetzt auch nicht so gut gegen unser Team. Wir haben da einige Antworten für, deshalb mal schauen, ob sie es überhaupt mitnehmen. Dann schauen wir uns auch direkt mal das EV-Investment an. Das sieht genauso wie letztes Mal aus, denn
Wir haben hier volles Initiativinvestment, volles Spezialangriffsinvestment, ein mäßiges Wesen und 4 in die physische Verteidigung, weil das übrig geblieben ist. Denn ich habe, oder wir haben hier auf ein speedcreependes Rabigator gespeedcreept, was auf Nidoqueen speedcreept. So, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Nicht auf Nidoqueen, auf Meagardos, was Fullspeed ist. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Wir hatten ja auch letztes Mal genau das gleiche Investment und das heißt wiederum, dass wir es nicht jedes Mal machen können, weil jetzt so langsam Leute merken, oh, die spielen ein ähnliches Investment, zweimal hintereinander oder eigentlich genau das gleiche Investment. Die werden das vielleicht öfter machen. Also speedcreepen wir genau darauf und packen so viel Init rein, dass wir auf 290 oder so kommen. Das werden wir natürlich jetzt hier nicht immer machen. Hier hat sich's angeboten. Ich weiß, dass die beiden findige Köpfe sind und bestimmt sogar vielleicht irgendwie ihr Rabigator so auslegen, dass es das outspeedet. Keine Ahnung, könnte sein. Selbst wenn, ich kann jetzt schon mal spoilern, wir haben hier Rückenwind-Support, deshalb ist das kein so großes Problem bei Kyurem White. Vor allem am Ende des Kampfes mit dem Rückenwind in Kombination das Match gewinnen soll. Deshalb wird Kyurem White wahrscheinlich auch nicht direkt als allererstes rausgeschickt. Auch wenn es hier auf der ersten Stelle steht, aber das liegt vor allem daran, dass Kyurem White wirklich das beste Pokémon gegen das gegnerische Team ist. Wenn Kyurem White lebt, haben wir eine gute Chance, das Match zu gewinnen. Wenn es früh stirbt, wenn es früh stirbt, dann stirbt das wahrscheinlich unser Plan auch und dann werden wir vielleicht relativ früh verlieren. Das kann durchaus passieren. Deshalb müssen wir auf Kyurem White auf jeden Fall gut supporten. Als nächstes Pokémon haben wir dann, es tut mir leid für die Versprecher, Penta ist leider nicht da, die Aufregung ist jetzt viel zu hoch, das liegt wahrscheinlich daran. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Okay, wir haben hier Burios im Team, Mitch 2, der gute Name. Burios soll dieses Kyurem White ein wenig supporten, mit dem Rückenwind natürlich, denn damit haben wir dann die Möglichkeit, unsere Initiative auf unserer Seite für 4 Runden zu verdoppeln. Dann haben wir noch den Z-Orkan wieder, denn sie haben wirklich keinen Z-Orkan-Switch-In, bis auf ihr Megastolos und Rotom Frost. Das war es aber auch so ziemlich, deshalb können wir einfach Z-Orkan gegen fast alles einsetzen und machen einfach extrem guten Schaden. Gut, Mantax wird auch noch einen Hit überleben. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Schadensquelle. Abschlag ist dafür da, um Items abzuschlagen. Zum Beispiel von Victini, wenn es jetzt keinen Z-Kristall trägt. Von Marshadow, von Rabigator, von Mantax vielleicht, von Meloetta und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt dann noch Schutzschild dieses Mal, weil wir eigentlich keine 4. Attacke brauchen. Hitzewelle wäre eine Option gewesen, vielleicht für Stolos oder so. Aber am Ende des Tages wollen wir doch lieber Schutzschild spielen. Einfach nur, um die Möglichkeit zu haben, einen Hit komplett zu blockieren. Dann hier zum Investment. Wir spielen so viel Init Investment mit 168 EVs in der Initiative und einem Scheunenwesen, um einen Fullspeed Victini zu outspeeden. Dann haben wir 252 Spezialangriffsinvestment und 88 in die KP, die einfach übrig geblieben sind. Ja, und natürlich auch noch auf die ungerade KP-Anzahl geachtet, das ist immer wichtig. Wobei in diesem Format vielleicht nicht unbedingt, denn nicht alle spielen Tarnsteine, aber kann natürlich immer passieren, deshalb sollte man natürlich auch auf diese ungerade KP-Anzahl achten. Als nächstes haben wir dann Mega Gyarados. Mega Gyarados war eigentlich erstmal gar nicht geplant, denn sie haben Bisaflor und Bisaflor ist nervig, denn ja, das tankt einfach jeden Hit gefühlt. Aber dafür haben wir Sprungfeder im Set, denn Sprungfeder hat in der Non-Mega-Form eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dieses Mega-Bisaflor aus dem Spiel zu nehmen, also zu Two-Hit-KO, One-Hit-KO wird es definitiv niemals sein, aber Sprungfeder sollte so ca. 60-70% machen, so neben Dreh, das heißt Sprungfeder ist auf jeden Fall eine schöne Schadensquelle, kann der da daneben gehen, ist natürlich etwas dumm. Und hat natürlich auch noch die Sache, dass man dafür 2 Runden braucht. Das heißt, Mega Bisaflor könnte protecten, aber dafür müsste Mega Bisaflor auch erstmal Protect spielen. Und ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob sie wirklich Schutzschild, also Protect, auf Mega Bisaflor spielen wollen. Das wage ich sogar zu bezweifeln. Deshalb kann Sprungfeder sogar ganz cool sein gegen dieses Bisaflor. Für was anderes ist Sprungfeder eigentlich auch nicht mehr gut, denn sonst treffen wir damit wirklich nicht mehr viel. Denn mit Kaskade und Knirscher treffen wir so ziemlich alles andere aus dem gegnerischen Team. Deshalb haben wir jetzt hier diesmal auch keinen Drachentanz im Set, sondern wir wollten mit Kaskade sowas wie Rabigator treffen und mit Knirscher dann fast alles andere. Beispielsweise sowas wie Mantax kann getourt KO'd werden, wenn es total speziell defensiv ist, was natürlich auch ganz cool ist. Deshalb haben wir hier auch volles Angriffsinvestment mit einem harten Wesen. Einfach nur, um unser Schadenspotenzial extrem stark zu erhöhen. Dann haben wir noch 16 EVs in die Initiative reingepackt. Falls Mega Bisaflor ein paar EVs in der Init haben sollte, sollten wir das dann eben outspeeden können, weil Mega Bisaflor kommt auf 80er, also auf eine 80er Speedbase und wir haben jetzt hier 81, das heißt, wir haben hier 16 EVs reingepackt. Falls Mega Bisaflor auch 16 EV spielt, kann man mal machen, muss man nicht, aber
Kann vielleicht hilfreich sein. Und den Rest einfach in die KP gehauen mit 240, um einfach nochmal ein paar Hits mehr zu tanken. Denn wir sind dann in der Lage, von Victini zwei Energieballattacken zu tanken, außer es ist ein Lebenorb-Victini. Dann wird es etwas schwieriger. Aber sonst können wir eben einen Energieball tanken, beziehungsweise einen Donnerblitz, was natürlich auch ganz cool ist. Und generell kann Mega Gyarados dieses Victini ganz gut checken, weil sonst haben wir tatsächlich eigentlich fast gar keinen Victini-Check im Team. Wir haben generell gegen die offensiven Pokémon sehr wenige Checks. Also sowas wie Habigator pressert uns extrem stark, wenn unser Hutsasser weg ist, Marshadow ebenfalls. Victini ist generell extrem gefährlich, also wir müssen diese Pokémon schnell down bekommen. Deshalb haben wir ja auch ein relativ offensives Team. Außer eben Hutsasser, aber der Rest ist einfach offensiv aufgebaut, um wirklich einen schnellen offensiven Kampf zu haben, in dem wir hoffentlich schnell die gegnerischen Threats aus dem Spiel nehmen können und dann vielleicht auch gewinnen können. Das wäre natürlich der Plan. Als nächstes haben wir dann Nidoqueen in Kombination mit Mega Gyarados. Nidoqueen hat hier die Möglichkeit, die Tarnsteine zu legen. Die Tarnsteine sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht, allein wegen diesem Victini. Victini ist nervig, da will man Schaden drauf haben. Im Doubles-Format kann man auch ab und zu hin und her wechseln. Deshalb ist es gar nicht mal so blöd, die Tarnsteine drauf zu haben. Außerdem ist es vielleicht hilfreich, um ein bisschen Schaden auf Mantax noch zusätzlich zu bekommen. Und einfach Chip-Damage ist immer schön. Aber das ist natürlich jetzt nicht die primäre Funktion. Wir haben außerdem noch Erdkräfte und Donnerblitz, um fast alles andere aus dem Team effektiv zu treffen. Bis auf Rotom Frost treffen wir wirklich alles ziemlich stark. Dann haben wir noch Superzahn, um sowas wie Rotom Frost dann, wie gesagt, zu treffen. Oder um Megabisaflor auf 50% zu hauen. Denn ihr seht schon, wir haben gefühlt auf jedem Pokémon bis auf Hutsasser etwas gegen Megabisaflor. Weil Megabisaflor ist nervig. Und wenn wir einen Hutsasser haben, dann wollen wir nicht ein Hutsasser-Megabisaflor-Matchup riskieren. Und ja, weil ihr wisst, wie sich das ziehen kann. Deshalb denke ich mal, dass es ganz gut ist, wenn wir ganz viel gegen Megabisaflor im Team haben, damit wir eben Hutsasser ein wenig unterstützen können, falls es wirklich zu diesem Matchup kommen sollte. Deshalb haben wir jetzt hier zum Beispiel auf Kyurem White natürlich den Eisstrahl, wir haben Sprungfeder auf Mega Gyarados, wir haben den Orkan auf Boreos und wir haben sogar noch was auf Skelabra. Wirklich das einzige Pokémon, was nichts gegen Megabisaflor machen kann, ist Hutsasser. Also ja, so viel dazu. Und dann haben wir hier folgendes Investment auf Nidoqueen. 252 in den Spezialangriff, ein mäßiges Wesen, einfach nur offensiv, damit wir Schaden machen. Denn Schaden ist immer schön. Dann noch 52 in Initiative reingepackt, um ein speedcreependes Bisaflor zu outspeeden. Also ein Bisaflor, was ein paar EVs in der Initiative hat, wie gerade eben schon erwähnt. Dann noch die Piapabeere nebenbei. Ach ja, und 204 in die KP, was übrig geblieben ist. Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Dann noch die Piapabeere nebenbei, weil wir hier dieses Victini im gegnerischen Team haben, ein Meluetta und ein Calamanero, also drei Psycho-Pokémon, die alle potenziell natürlich eine Psycho-Attacke gegen Nidoqueen einsetzen wollen und wir können dann einen Hit überleben und dann etwas zurückschlagen, deshalb ist die Piapabeere hier ganz cool, außerdem brauchen wir kein anderes Item auf Nidoqueen, deshalb ja, so viel dazu. Dann haben wir als nächstes Pokémon Hutsasser, das einzig wirklich defensive Pokémon in dem Team, aber wir brauchen dieses Pokémon definitiv, weil wir haben nichts für Habigator, wie gesagt, oder für Marshadow. Hutsasser handelt diese Pokémon ein wenig. Wenn sie Choice Banned sein sollen oder sonst irgendwas in der Art, dann macht es trotzdem viel Schaden. Aber wir können zwei Hits durch Giftschleim überleben. Deshalb haben wir auch das Item Giftschleim hier im Set. Weil normalerweise finde ich dieses Item gar nicht mal so gut oder auch generell Überreste in so einem Format, im Doppelkampfformat. Aber hier sind wir in der Lage, durch dieses Item zwei Hits von Marshadow und von Habigator zu überleben. Egal was für ein Set, außer Marshadow spielt Adamant, Choice Bandit, irgendwas, dann vielleicht nicht unbedingt. Aber sonst sind wir da ganz gut dabei. Dann haben wir jetzt hier noch die Attacken Pilzspore, Wutpulver, Matschbombe und Gigasauger. Matschbombe und Gigasauger erklären sich wie von alleine. Pilzspore eigentlich auch. Wir können damit einfach Pokémon einschläfern. Hier in diesem Format geht keine Sleep Claws. Das heißt, wir können einfach alles einschläfern. Das ist ganz cool. Und Wutpulver ist dafür da, um die ganzen Attacken auf Hutsasser zu lenken. Denn wenn wir beispielsweise Kyurem White plus Hutsasser auf dem Feld haben sollten, können wir einfach die Attacken auf Hutsasser lenken und Kyurem White kann sich einfach um gegnerischen Pokémon kümmern, was natürlich sehr schön ist, weil Hutsasser ein ziemlich bulkiges Pokémon ist und natürlich einiges tanken wird. Vor allem von so einem Marshadow. Sagen wir mal, Marshadow steht auf dem Feld, will Nahkampf gegen Kyurem White einsetzen, wir gehen einfach auf Wutpulver und ja, GG. Ich glaube, das Set Nahkampf Wutpulver ignorieren sollte.
Das ist ein bisschen nervig, aber ja, dann passiert das halt. Wir haben natürlich im Fall der Fälle auch noch Schutzschild im Set, also sollte das passen. Als nächstes dann das Investment, und das erklärt sich auch relativ schnell, total physisch defensiv, um einfach dieses Marshadow und dieses Rapigator zu checken. Für mehr ist es nicht da. Vielleicht noch für ein bisschen für dieses Megastolos, das war's aber auch. Also Hutsasa soll sich wirklich nur um diese Pokémon kümmern, mehr nicht. Und als letztes Pokémon, da haben wir dann ein Skelabra. Und Skelabra ist ziemlich cool tatsächlich, denn wir haben somit noch einen kleinen Check gegen Victini. Keinen großen Check, aber einen kleinen Check. Außerdem haben wir einen weiteren Megabisaflor-Check, falls Megabisaflor ein Problem sein sollte. Wir haben dann eine weitere Antwort darauf, denn Skelabra hat hier die Möglichkeit, mit einer ziemlich coolen Taktik extrem viel Schaden auf Bisaflor zu bekommen. Denn wir haben Irrlicht plus Hex im Set, denn diese Attacke wird doppelt so stark, wenn das gegnerische Pokémon verbrannt oder paralysiert oder eingeschläfert ist. Also generell einfach eine Statusveränderung hat. Deshalb gehen wir erstmal auf Irrlicht gegen Bisaflor, bekommen dadurch 6,25% Schaden jede Runde und gehen dann auf Hex und sind dann in der Lage, bis zu 60% zu machen oder 60 bis 65%, was natürlich richtig, richtig viel Schaden ist gegen so einen Bisaflor. Und dementsprechend ist das eine coole Kombination, denn ja, so Chip Damage ist immer schön und dann auch noch sehr viel Schaden mit einer Attacke zu machen, ist auch noch nice. Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit Hex ungeboostet gegen Victini 80% zu machen. Also das ist auch extrem viel Schaden, vor allem wenn wir die Tarnstände draußen haben, dann ist Victini einfach mal weg. Auch gegen Marshadow machen wir extrem viel Schaden, also ja, das ist natürlich nice. Beziehungsweise ich glaube gegen Victini waren es 70% und gegen Marshadow so 80 bis 85%. So in dem Dreh müsste es gewesen sein. Als nächstes dann die Hitzewelle. Hitzewelle ist dafür da, um einfach beide Pokémon zu treffen auf der gegnerischen Seite. Also machen wir einen Spread-Move hier, der natürlich dadurch etwas schwächer wird, aber beide Pokémon eben trifft. Und das ist immer ganz cool. Außerdem haben wir hier Feuersturm noch im Set. Falls wir doch nur ein Pokémon treffen wollen, dann macht Feuersturm natürlich auch sehr, sehr viel Schaden auf dieses Pokémon und kann so ziemlich fast alles aus dem gegnerischen Team rausnehmen, bis auf Mantax. Mantax ist eigentlich auch so ziemlich der einzige Check für dieses Skelabra, aber ja, was will man machen? Mantax ist nervig, deshalb haben wir auch genügend Antworten für Mantax. Wir haben hier Donnerblitz drauf, wir haben hier Pilzspur drauf, wir haben hier Knirscher, was super viel Schaden macht und natürlich auf dem Q&Y hier noch die Kraftreserve Elektro. Dann haben wir noch das Investment, das ist eigentlich auch relativ unspektakulär. 20 Init Investment, um ein Speed Creepness Mega Bisaflor zu outspeeden, also wieder das gleiche. Dann voll in den Spezialangriff reingehauen mit einem mäßigen Wesen. Dann 232 in die KP. Für eine ungerade KP-Anzahl haben wir hier noch 4 EVs in die Spezialverteidigung reingepackt, weil ja, wir wollen keine gerade KP-Anzahl haben. Deshalb hier das, was übrig geblieben ist, in die Spezialverteidigung. Ja, und so viel auch dazu. Margo Berry, also die Beere, die 50% heilt, wenn wir unter 25% kommt, kann ganz hilfreich sein. Wir haben auch über die Anti-Geist-Beere nachgedacht gegen Marshadow. Aber im Fall der Fälle ist, glaube ich, die Margo Berry immer noch besser. Vor allem, wenn wir jetzt in Kombination mit Hutsasa spielen. Weil wir mit Hutsasa auch einfach Wutpulver einsetzen können. Und die Attacke von Marshadow auf Hutsasa lenken können. Und dann können wir einfach mit Hex dieses Marshadow angreifen. Und ja, müssen dann sowieso keine Anti-Geist-Beere drauf spielen. Also sollte die Margo Berry vielleicht auch ganz cool sein. Ja, und so viel eigentlich auch dazu. Viel mehr gibt es, glaube ich, zu diesem Team auch nicht zu sagen. Wie gesagt, sehr offensiv ausgestattet. Es wird schwer, diesen Kampf zu gewinnen, denn wir haben auf beiden Seiten sehr gefährliche Pokémon, die eskalieren können. Marshadow, Victini, Rabigato sind so ziemlich Angst-Pokémon. Mega Bisaflor, falls wir aus irgendeinem Grund mal alle Checks verlieren sollten und ein Hutsasa Mega Bisaflor-Matchup haben. Aber nee, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir gegen Mega Bisaflor verlieren sollten. Dafür haben wir genügend Sachen. Am Ende nehmen sie es gar nicht mit, könnte natürlich auch sein, aber dann ist es halt so. Wir haben auch gegen alles andere irgendwie Antworten im Fall der Fälle. Aber ja, also es gibt durchaus Möglichkeiten, mit einem Pokémon irgendwie klarzukommen. Und ich würde sagen, das war es dann auch von diesem Teambuilding-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Bewertungen, Kommentare sehr gerne gesehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!